Also Sport machen, dabei an Kuchen zu denken, das ist, glaube ich, echt normal, ne? Und dann ist ja auch, oh mein Gott, das ist ja die Trophäe vom Balletttanzen von Romy. Ja, das war sie ja so gut und immer gut schön, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Und so schön dabei war und... Da macht das ja ziemlich cool sauber, muss ich ehrlich gestehen. Und jetzt ist es wieder sauber. Supi. Oh, Maus hingefallen. Wie süß. Was ich übrigens noch kaufen wollte, war... was machst du gerade? Warum ziehst du dich aus für Nemo? Nemo? Ich würde mir jetzt Sorgen machen, wenn ich du wäre. Und Caleb beschnüffeln und jemanden kennenlernen. Oh, Nemo möchte jemanden kennenlernen. Sims lieben gutes Essen, das ist interessant. Party geht bald los, ist ja normal. Tal muss noch ein bisschen trainieren. Der kriegt ja bald den nächsten Punkt. Und er möchte, ja, Er muss ja nicht die ganzen Leute kennen. Der muss er doch nicht, ist doch scheißegal. Oh, sie ist auch schon wach und macht gerade das Essen. Das finde ich sehr schön. Was machst du eigentlich gerade? Ich habe es nicht gesehen. Und da hinten stinkt was. Ich hoffe, du machst das noch sauber, Fräulein. Denn ich möchte nicht, dass deine Wohnung stinkt. Muss ja nicht sein, oder? Jess? Du schläfst, oder? Kannst du mal aufstehen? Eine Party geht gleich los. Und du nicht da bist, dann ist das eine Scheißparty. Du musst dich jetzt nicht wegdrehen, nur weil ich dich angucke, während du schläfst. Das ist echt unfair. Das ist mega unfair. Und sie schläft auch noch. Ja. Naja, sie wurde ja auch von Aliens entführt. Haha. Oh, die Arme, ey. Drei Einrichtungen besitzen? Ach so, nö. Dafür haben wir kein Geld, Fräulein. Wir brauchen erst wieder Geld. Da laufen Leute lang. Oh mein Gott, wer auch immer das ist. Ach, die laufen zu uns. Yay, Partytime. Partytime. Ja, sing ruhig. Ich finde das immer schön, wenn du singst. Das ist immer das Zauberhafteste, was ich je gehört habe. So, du möchtest Bestnote in der Schule erhalten. Das klingt doch mal was. Fahren lernen musst du nicht. Du musst niemals Auto fahren. Der erste Gast ist da. Ja. Weißt du, was du jetzt machst? Du isst jetzt erstmal drei Gelee-Bonbons, weil ich die lustig finde. Und dann kann die Party auch schon losgehen. Dann kannst du erstmal alle reinrufen. Warum kommst... Ach so, ich dachte... Warum sind alle eigentlich alt? Glen Jean. Bald sind alle tot und haben wir gar keine Menschen mehr bei uns drin. Was sollen wir denn dann tun? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Jess muss auch mal gleich... Hallo. Ja, schön, dass ihr Jess alle begrüßt. Sehr schön. Ich hoffe, ihr wisst, dass sie schläft, ne? Jordan und Glenn und Witch und auch die Amber. Ich bewundere Sims, die sich die Mühe machen, etwas Neues zu lernen. Ja, sie schläft zwar gerade nur, aber okay. Was macht ihr denn jetzt Party in dem Zimmer von Jess? Aber warum macht ihr doch mal... Oh, komm, Kevin, nein, Carrie ist das. Ah. Ey, Moment. 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 Zieh mal hier bitte hinein, was auch immer das ist. Freunde dich mit Annabelle. Ja, natürlich machen wir das. Natürlich. Egal. Ja, Leute, viel Spaß in ihrem Zimmer. Macht mal schön Party ohne Musik und alles. Ich wünsche euch viel Spaß. Zauberhaften Tag wünsche ich euch alle. Ja, du willst unbedingt Festtagsbeleuchtung aufhängen. Können wir auch gleich gerne machen. Ich weiß noch nicht wann. Machen wir bitte hier auf, ich will das jetzt sehen. Jess? Jess, kommst du überhaupt noch irgendwie raus? Hallo, könnt ihr mal bitte alle rausgehen? Okay, warte, wir machen es anders. Nee, ich meinte eigentlich, so, ja, hier. Mal alle bitte. So, Moment, zum Essen rufen die Gäste, so. Dann kann sie hoffentlich auch mal... Alter, geht doch einfach aus ihrem verdammten Raum raus, ganz ehrlich. Das hatten wir übrigens in unserem Familieninventar. Ich glaube, ich hatte das schon letzte Folge drin, habe es aber nicht gezeigt, weil ich so uncool bin. Ich bin so mega uncool, yeah. Und ein wunderbares Essen servieren. Können wir immer machen. Tolle Party? Oh ja, das Gegenteil, ich bin weg. Oh mein Gott, du bist so ein Arsch. Oh mein Gott. So, ich wollte doch einfach nur gucken, was jetzt hier drin ist. Jess, nicht durchdrehen. Du bist zwar erst aufgewacht, aber alles wird gut. Guck mal, du siehst perfekt aus, bist geschminkt, alles. Hat die Sachen wie immer an. Alles ist gut. So, was ist da drin? Haltet doch mal alle die Klappe. Haltet doch mal die Klappe. Nee. Was wollen denn jetzt alle von... Hallo, lass doch mal alle... Was wollen denn alle von Romy, Alter? Ganz ehrlich, lass sie doch mal alle in Ruhe. Was hast du denn jetzt gefunden? Hast du nichts gefunden? Ja. Aha. Okay, dieser Kerl macht sich anscheinend an alle ran. Und haltet jetzt mal die Klappe, Leute. Haltet die Klappe. Ihr regt mich gerade so mega, mega, mega auf. Oh mein Gott. Wir brauchen jetzt erstmal einen Geburtstagskuchen. Dankeschön, dass ihr mich... Jetzt in Ruhe. Lasst mit euren... Oh, ihr schreit nur rum. Nein, schon gut. Hallo?
Hallo? Könnte ich vielleicht was kaufen? Könnte ich vielleicht... Danke! Danke, so, draußen Sachen, hier. Irgendwie draußen Sachen oder so. Irgendwo einen Kuchen? Gibt es hier irgendwo einen Kuchen? Hallo, ich möchte gerne einen Kuchen haben. Hier wahrscheinlich, ne? Hallo, ich hätte gerne einen Geburtstagskuchen für mein Kind, das heute Geburtstag hat. Ja. Anscheinend darf er nicht Geburtstag haben. Doch, er darf. Sehr schön. So, Caleb, hab Geburtstag. Ach, diese Geburtstagspartys regen mich immer richtig toll auf. Ja, danke. Nein, dahin. Danke. Und jetzt geht bitte mal alle weg und haltet die Schnauze, okay? Sonst schlage ich euch alle. Ich habe irgendwie Bock, mit Jess eine Prügelei anzufangen. Jess, hast du auch Bock? Weißt du, wir unser Geburtstag haben. Kerzen ausblasen. Caleb, was machst du eigentlich gerade? Spazierfahrt unternehmen? Oh, du bist so ein Blödkopf. Du bist so ein Blödkopf. Hallo? Guck mal, da ist der Wal. Ihr seid noch nie lang gerutscht. Wisst ihr das eigentlich? Ihr seid echt... Lauf durch die Blumen. Lauf durch die Blumen, Kleiner. Genau. Habt den Helm noch auf. Perfekto. Genau, das wollte ich sehen. Jess. Leg sich mal das... Warum ist Wiley eigentlich dabei? Verwünschung. Spukenverwünschung. Geh bitte... Seid ihr alle... Was bist du denn für einer? Warum... Halt doch mal die Klappe, Wiley. Hat er jetzt mal bitte Geburtstag? Er kommt da gar nicht ran. Er sieht aus wie Mozart. Oh mein Gott. Glenn Jean. Könnt ihr mal bitte alle aus dem Weg gehen? Könnt ihr mal bitte alle verdammt nochmal aus dem Weg gehen? Ganz ehrlich. Alter, ihr seid alle im Weg. Könnt ihr denn nicht mal... Womi, bitte geh da weg. Womi, bitte geh hier einfach weg. Komm, du isst ein paar Gelee-Bonbons. Einfach weggehen, bitte einfach weggehen, okay? Oh Mann, Leute, geht doch einfach alle raus. Er möchte doch einfach nur seinen Geburtstag feiern. Er möchte einfach nur seinen Geburtstag... Oh, guck mal, Emma regt sich auf, wenn Mary sich freut. Ja, das ist schon was. So, es geht langsam voran hier. Geht mal bitte alle raus. Alle müssen jetzt mal ganz langsam aus dieser Ecke raus. Halt, Alter, was wollt ihr denn alle? Verpisst euch doch mal. Entschuldigung, bitte geht doch mal alle weg von denen. Guck mal, die regt sich auch auf, der Geist. Oh mein Gott, was ist hier denn los? Alter Eisberg, halt die Schnauze. Hier, Verwünschung. Hier kriegst du auch ein Spukding. So, Caleb, der Weg ist fast frei. Fast. Mary isst noch ein paar. Komm, noch ein. Alter, warum geht das Ding jetzt nicht? Weißt du, ich pack das Ding jetzt einfach irgendwo anders hin, weil mich das alles aufregt. So. Geht das hier irgendwo auf den Tisch? Ja, es geht auf den Tisch. So, sehr schön. Warum habe ich es nicht vorher gemacht? Keine Ahnung, weil ich blöd bin. So, Caleb, jetzt renn hin und mach deinen Kuchen fertig. So, Kerzen ausblasen, Caleb. Ah. Caleb Mamer feiert seinen Geburtstag zum zweiten Mal heute. Yay. Wie, er kommt da nicht hin. Wo ist er denn? Caleb? Caleb, kommst du da jetzt bitte hin? Ja, es geht. Es funktioniert. Bitte ist noch einmal eine Gelee-Bohne. Ein Gelee-Bonbon. So, du hast jetzt Geburtstag. Und wirst nicht bei Rich stehen. Wow, was für eine Party. Aber jetzt ist erstmal Schluss für mich. Ja, schön. Schön. Schön, er hatte nicht mal Geburtstag. Haut doch alle ab. Lass ihn doch alleine, genau. Lass ihn doch alleine. Okay, ich muss kurz weggehen. Die Musik ist ziemlich laut. Wer ist das denn? Das ist Terry Moldado. Los, Caleb, hab Geburtstag. Hab Geburtstag, Caleb. Hab Geburtstag. Komm schon. Bitte. Bitte. Trau dich. Trau dich. Es ist alles okay. Dir geht keiner zu nah. Es ist alles cool. Oh, guck mal, was ist denn hier unten? Spazierfahrt unternommen. Brumm, brumm. Lass deinen imaginären Motor auffallen wie die Rennlegende Luna Dawn. Warum das so ist. Keine Ahnung. So, nein, du hast jetzt Geburtstag. So, danke. Ich wollte schon sagen, wann feierst du deinen Geburtstag? Und die meisten machen gar nicht mit. Obwohl es geht doch immer, das sind alles deine Freunde. Und irgendwie gibt es einfach keine Jugendlichen hier im Ort. Alter, haltet die Schnauze. Ihr seid irgendwie viel zu laut. Ihr seid irgendwie viel zu laut. Oh mein Gott, haltet die Schnauze. Ganz ehrlich, haltet die Schnauze bitte. Caleb wird groß. Und wie sieht er aus? Ich weiß es nicht. So fleißig in der Schule. Merkmal aussuchen. Oh mein Gott, er sieht hässlich aus. Ich sehe es jetzt schon. Oh nein, er ist hässlich. Und er ist ein... Ach ja, stimmt ja. So, beim dritten Mal. 1, 2, 3. Okay, er ist ein Virtuoso. Okay. Okay,
Kaylee, wie siehst du aus? Du hast die Haare von Ty. Das ist natürlich nicht so super. Ich hoffe, du weißt das. So, du brauchst Bewässerung. Wie sieht das aus, wenn du im Wasser bist? Geht das irgendwie? Machen wir bitte springen. Obwohl, ist erstmal was, genau. Jetzt kümmert ihr euch erstmal um euch selber und ich guck mal eben... Mit wem hast du dich angefreundet? Mit wem? Was ist denn hier gerade los? Oh mein Gott, alles dreht immer wieder durch und... Alte Freundin ist... Oh mein Gott, Karen. Und was hast du jetzt so genau für Sachen? So, Moment, hier. So, es gibt Bewässerung. Meerjungfrau Haut trocknet schnell aus und muss ständig bewässert werden. Damit sie weich und geschmeidig bleibt. Häufige Wannen oder Duschbäder sowie Ausflüge in den Pool oder ins Meer sind ein absolutes Muss. Und sonst eigentlich alles das gleiche, ne? Außer dass es eine Meerjungfrau ist. Seetang ist sein Lieblingsessen. Violett ist seine Lieblingsfarbe und er ist, keine Ahnung, was er genau ist irgendwie. Keine Ahnung. Aber okay, Abschlussballbesuch. Natürlich willst du das machen. Vampir-Treffen, natürlich. Natürlich. Kannst du da eigentlich raufgehen? Abhängen. Er kann auch abhängen. Oh yeah. Wow, guck mal, jetzt hast du einen ganz coolen Bruder. Ich habe eine coole Idee, was wir uns noch kaufen werden. Ich habe eine richtig geile Idee. Geht's bestimmt irgendwie bei den Spiegeln. Moment, ich muss doch ganz kurz gucken, wo die Spiegel sind. Nein, hier. Die Spiegel. Und dann gibt's hier doch irgendwo diesen Spiegel, der einen so verzaubert, oder? Ich weiß nicht, wie der heißt. Welcher ist das denn? Der hier? Magischer Spiegel. Genau, den wollte ich kaufen. Und dann mal gucken, wie dann er nachher aussieht, wenn ich das mit ihm gemacht habe. Wir stellen ihn am besten mal hier hin. Obwohl, nein, das geht nicht. Ich packe hier einfach ein Katzenbett weg, okay? So ganz kurz. Und dann packen wir das hier weg. Und dann packen wir deinen Spiegel hin. Sehr schön. So, Caleb. Mal gucken, wie du danach aussehen wirst. Das interessiert mich gerade wirklich ganz dolle. Hallo, hör auf rumzuspinnen. So, ja, er ist groß geworden. Aha. Was für eine tolle Party. Ja, ja, eine ganz tolle Party, ganz toll, ich weiß. Caleb, isst du? Ja, und danach können wir gerne, isst du jetzt was? Zwiebelringe essen, ja, isst mal deine Zwiebelringe. Nach Tagesablauf fragen, bewundere mich! Und dann können wir auch gerne ein magisches Umstyling machen. Das ist natürlich ganz super. So, Womi, was hast du heute vor? Hast du schon irgendjemanden gefunden, mit dem du flirten möchtest? Vielleicht mit deinem Bruder? Eigentlich könntest du mit Caleb... Oh mein Gott, du könntest zum Abschlussball bitten. Oh komm! Sollen Caleb und Momi zusammen auf dem... Ich weiß nicht. Oh! Wie siehst du denn aus? Oh, bewunderst... Was ist das denn? Oh ja, ich glaube, du bewundert dich richtig, Caleb. Du bewundert dich richtig. Guck, nun zwar... Ja, ich kann gerade nicht reden, weil ich so... Oh mein Gott! So, jetzt hier, magisches Umstyling. Muss ich gehen, schön für dich. Ja, aber auch lustig mit dir. So, Styling bitte um. Okay, was ist hier? Weniger hübsch, dieser Spiegel muss kaputt sein. Caleb kann nicht glauben, dass er nicht das Schönste sind von allen ist. Oh nein. Hast du dich umgestylt? Bitte noch einmal. Wie siehst du denn jetzt aus, Caleb? Caleb, Moment. Ich fand dich eigentlich mal ganz... Wow, ganz ruhig hier, Leute. Magisches Umstyling, Moment. Okay, nimmt er sich halt einen Teller... So, und ist das dein Ernst? Die erste, die es benutzt, ist Womi. Weil sie gerade nichts Besseres zu tun hat. Ach, du bist doch echt gestört. Oh naja, wenn es dir Spaß macht, ist es auch super. Also irgendwie brauchst du einen Freund, aber irgendwie gibt es hier einfach gar keinen Freund. Es gibt einfach niemanden. Und wie wär's, wenn du jetzt mal irgendwie irgendwo Party machst? Aber ich weiß nicht, wo und mit wem. Vielleicht triffst du ja jemanden im Kino. Ja, genau, im Kino triffst du jemanden. Nee, was kannst du denn tun? Objekte abgeben? Nee, was kann man denn gerade so tun in dieser Uhrzeit? Du könntest in die Bibliothek gehen. Komm, vielleicht ist da irgendjemand Süßes, Nettes, weiß was ich. Aber ich habe echt noch gar keinen Jugendlichen getroffen. Das kann doch nicht sein, denn er braucht ja auch noch eine. Und das sieht echt aus wie gerade die kleine Version von Ty, ne? Das glaube ich jetzt echt nicht. Das glaube ich gerade echt nicht. So, wie geht's euch? Okay, du musst, glaube ich, mal ganz... Warum musst du denn so dringend duschen? Was hast du denn bitte getan? Aber okay, wenn du es... musst. Wo sind wir denn gerade? Achso, wir sind... ich dachte gerade schon, wo sind denn wir? Wo sind wir denn? So, bitte einmal... warum kannst du denn kein Techtelmechtel machen? Das ist echt schade. Kann ja irgendjemand Techtelmechtel machen? Irgendjemand? Nee, er vielleicht? Nee, kann er auch nicht. Womi vielleicht? Nein. Okay, schade. Ich dachte vielleicht... So, was ist hier? Weil jemand sie erkannt... Dreh doch nicht durch. Alles wird gut, Jazz. Alles wird gut. Chill. Chill. So, was haben wir denn noch so hier?
Die ganzen Sachen, die keiner aufgegessen hat, können wir auch gerne wieder... Hallo, da rein. Spinnt ihr denn alle rum? Nicht, dass die Katzen uns irgendwie aufessen. So. Hast du jemanden gefunden vielleicht? Das wäre ganz nice. Oh, das reimt sich. Entschuldigung. Ich wollte nichts sagen, was sich reimt. Das klingt immer so richtig scheiße. So, du möchtest jetzt bitten, Haus zu verlassen. Was? Haus zu verlassen? Bitten, Haus zu verlassen? Okay. Romy Mason hätte Lust, in eine Bibliothek zu gehen und Freunde zu finden, aber irgendwie gibt es keine Jugendlichen hier. Lindy, bist du vielleicht Jugendliche? Barsch begrüßen? Ja, komm. Freundschaftlich. Und sonst gibt es hier niemanden? Niemanden um diese Uhrzeit? Komm, das ist 8 Uhr. Da muss doch die Bibliothek brühen. Brühen? Blühen. Ich kann gerade echt nicht reden. Entschuldigt, Leute. Aber es sind echt nur... Nee. Nee, wir gehen woanders hin. Ich würde sagen, wir gehen ganz bestimmt woanders hin. Wo könnten denn jetzt hier die ganzen Menschen sein? Vielleicht in der... wo ist denn das jetzt hier? Karaoke. Karaoke? Natürlich, da sind bestimmt die meisten. Du müsstest mal ganz dringend pinkeln gehen. Weißt du das eigentlich? Ganz dringend müsstest du das mal. Hier ist das Klo, wenn du es noch nicht wusstest. Hier ist das Klo. Ach nee, da. Entschuldigt. So, jetzt hat er... Oh. Okay, was hast du denn jetzt an? Okay. Oh, wir müssen das Futter unbedingt mal nachfüllen. Futter... Nee, nicht für Maul, sondern allgemein abfüllen. So, und ihr macht die Erwachsenen, die langweiligen Erwachsenen. Jess, okay. Okay. Paddy von Jess war absolut fantastisch, aber trotzdem nicht wunderbar. Mit Wiley wollen wir nicht reden. Nein, mit Quake. Bei Filmparty draußen tanzen. Okay, langsam hauen sie alle ab. Hier ist nicht genug Platz, um zu apportieren. Was willst du denn? Was willst du denn apportieren? Benutzen? Ja, mach doch. So, du anhören. Was macht er denn jetzt? Über Nebel reden. Okay, die haben echt tolles Gesprächsthema. Das ist echt... Es machst du deine Hausaufgaben? Du machst deine Hausaufgaben im Club. Ach so... Ach so, sie hat noch gar keine Hausaufgaben. Hallo, 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 ganz ruhig hier. Die sind alle so alt, ne? Alter, alles nur alte Säcke. Rehmann ist alt, Judy ist alt, Kirsten ist alt. Und was ist Shanika? Nee, Alina. Wo bist du denn? Die kenne ich doch gar nicht. Ja, natürlich. Freundschaftlich begrüßen. Okay, die kenne ich echt noch nicht. Die sieht aber irgendwie gruselig aus mit ihren Augen. So ein ganz kleines bisschen. Und irgendwie fehlt die auch... Die Musik fehlt, ne? Wo ist denn die Musik hier irgendwie? Ich möchte nicht, dass jemand tanzt, singt, meine ich, sondern einfach mal, wer ist das? Das ist, oh, Judy. Die sieht echt nicht nett aus. Okay, warte ruhig vom Klo, bis sie fertig ist. Ja, mach das mal, genau. Du bist aber auch erwachsen. Wollen wir dafür nur noch eine Stunde draußen bleiben? Warum gibt sie denn einfach keine normalen Menschen? Und sie hat übrigens voll die, ja, einfach ganz ehrlich. Sie möchte vielleicht einfach nur Freunde haben, aber es geht natürlich nicht. Wenn hier keiner wohnt. Freundlich, hier, komm. Geistergeschichte. Dann kannst du auch nach Hause gehen. Und er isst erstmal seinen richtig geilen Geburtstagskuchen. Was ist noch so los bei dir? Was kannst du so machen, wenn ich auf dich draufklicke? Zum Theater gehen, wow. Lied vortragen, Ping und sein Halmer. Etwas in der Nähe anzünden. Warum kannst du etwas in der Nähe anzünden? Warum kannst du etwas in der Nähe anzünden? Das möchte ich jetzt mal bitte sehen, wie du etwas in der Nähe anzündest. Okay, wenn du meinst, dass du das gerne machen musst, dann, dann kannst du etwas in der Nähe anzünden. Moment, Moment, Moment. Warum kann er das jetzt eigentlich machen? Warum geht das? Aber okay. Verwirrend ist das irgendwie schon. Smartphone, Telefon, Wer singt? Okay, warum frage ich eigentlich noch? Warum frage ich eigentlich noch? Dankeschön, war super. Hast du echt toll gemacht. Er schläft, obwohl er jetzt mal aufstehen soll. Nee, naja. Wie geht's dir? Bist du noch müde? Du solltest gleich mal kurz schlafen gehen, damit du nachher nach deinem Einhorn gucken kannst. Schlafen und du machst... Geistergeschichte erzähl bitte nicht. Auf deinem Heimatgrundstück ist ein Feuer ausgebrochen. Ja, wo denn? Wo hast du was angezündet? Okay. Was hast du bitte gerade angezündet? Warum zündest du denn bitte das an? Warum zündest du bitte das an, was ich gerade nicht sehe? Warum ist es schon weg?
Okay. Anscheinend hat es keine irgendwie interessiert, dass da irgendwas gebrannt hat. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Geh mal bitte jetzt schlafen. Hallo? Nein, nicht hier hingehen mit irgendwas. Zu Hause ist ein Feuer ausgebrochen. Titan wird immer... Oh, gerade noch mit dem Leben davongekommen. Oh ja. Oh ja. Oh ja, das war richtig knapp, wollte ich nur mal so erwähnen. Das war echt schon... Grenze. So, du schläfst? Gut, dann spule ich jetzt mal vor. Denn vielleicht... Hallo? Vielleicht kriegen wir ja noch das Einhorn. Wir haben zwar nicht mehr so viel Zeit. Aber dürfte noch funktionieren. So, du stehst auf. Und wirst dann... nein, ich möchte eigentlich nicht. So, ist denn hier jetzt das... Hallo? Ich wollte es eigentlich hier... Oh, Nemo und... ich meine Mau und Lizzie. Wann wird Lizzie jetzt nochmal groß? Lizzie, man... Mau, meine ich. Oh mein Gott. In 2 Tagen? Ja, in 2. Du wirst, okay, er wird also heute groß. Ja, er wird also heute groß. Galaxie absuchen, Galaxie absuchen, Galaxie absuchen. Und dann gucken wir nochmal, ob wir irgendwas im Himmel sehen. Aber nee. Also das Einhorn lässt sich echt nicht mehr blicken. Aber okay, wir gucken mal ganz schnell. Wir machen mal einfach weiter. Wenn es jetzt nicht stehen bleibt, dann wäre es echt super. Vielleicht, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir das Einhorn sehen werden. Ich denke das irgendwie nicht so. Und übrigens, was machst du? Du schläfst. Oh mein Gott, erschreckt mich nicht so. Erschreckt mich nicht so, genau, auf jeden Fall. Du stehst auf und kannst immer gleich was essen. Dann kannst du gleich losdüsen und dein Einhorn finden, falls es dann Bock hat. Reste essen, Zwiebelringe. Du möchtest auch richtig schön riechen, wenn du mit dem Einhorn redest. Oh mein Gott, auf jeden Fall, ne? Oh, ja, das ist natürlich Lizzie. Das ist Lizzie, auf jeden Fall ist das Lizzie. So. Ja, wir machen einfach weiter, 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 wie halt jeden. Aber es ist Winter, aber es schneit nicht, ne? Wie kalt ist es eigentlich? Minus 12 Grad. Minus 12 verdammte Grad. Okay. Wie geht's Nemo? Nemo geht's ganz dolle Scheiße. Nemo. Nemo. Hallo. 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 Hallo? Hallo? Hallo, geht's euch noch gut? Nemo kümmert sich aber auch echt... er kümmert sich um gar nichts. Ihm ist das alles scheißegal. Er ist so ein bisschen die Einzelgängerkatze irgendwie. Und dann merke ich das natürlich nicht sofort, wenn er irgendwie Freunde braucht. Entschuldigung. Hallo, dreh dich. So, er könnte sich doch um die oder... Lieber, du stehst jetzt auf und kümmerst dich ganz dolle. Du stehst jetzt auf. Und dann... Ja, ich weiß, dass mein Tier nicht... Oh mein Gott, das weiß ich doch. Nemo, Entschuldigung, ich liebe dich. Hier kriegst du ganz viele Leckerchen und Leckerchen. Und wir gucken mal ganz kurz, ob das Einhorn irgendwo ist. Aber es sieht nicht so danach aus. Oh, scheiße. Warum denn nicht? Ich finde das unfair. Wo ist unser Einhorn? Wo ist unser Einhorn? War sie nicht schon baden? Lizzie, willst mich verarschen? Aber egal, dann machen wir... Ist das unser Haus? Nee, ich wollte schon sagen, das ist doch nicht unser Haus. Aber ich muss sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Und, nee, erstmal muss ich ein paar Aktionen machen mit dem Kleinen. Reden mit und so weiter. So, okay, dann bis zum nächsten Part. Ciao.